Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, heute der Anschlag. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 5.11 Tactical, NexTorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Rear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Rosi, Anschläge, Pistole, Anschläge, Rifle, braucht man beides. Unter Anschläge versteht man stehend, kniend, liegend. Genau, das sind die Basisanschläge. Ich werde es gleich mit euch so machen, dass ich Anschlag für Anschlag außer den ersten erklären werde. Beim ersten mache ich es noch ein bisschen spannend. Wie heißen noch die Zielscheiben? Thrum. Die Thrum, da machen wir meine sogenannten Stahldrills. Heißen nur Stahldrills, kann man auch auf Papier trainieren oder auf diese Art von Zielscheiben. Das heißt, es ist ja verhältnismäßig langweilig, wenn wir jetzt einfach drauf schießen. So. Einmal kurz Front zu den Scheiben. Ich bin jetzt an Position 1, du Position 2, Position 3 und dann könnte noch ein Vierter und ein Fünfter da stehen. Das heißt, meine Zielscheibe Nummer 1 ist der linke, dann kommt die 2, 3, 4, 5. Verstanden? Du schießt von links nach rechts. Nein, das ist meine Zielscheibe Nummer 1, meine 2, meine 3, meine 4 und meine 5. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn einer mir jetzt 3 kommandiert, würde ich auf das mittlere Ziel schießen. Verstanden. Deine Nummer 1 ist der zweite von links, weil du an zweiter Stelle stehst. Dann kommt 1, 2, 3, 4 und die 5 ist ganz links. Deine Zielscheibe 1, weil du an dritter Position bist, ist der in der Mitte. Das ist deine 1. 2, 3, 4 ist ganz links und die 5 ist rechts. Ein weiter rechts. Und das heißt, wenn ich jetzt, wenn wir zu dritt schießen oder zu fünft schießen zum Beispiel und ich kommandiere 1, würde jeder das Ziel direkt vor sich treffen. Und du hast ja ein bisschen Spannung drin, ne? Habt ihr Fragen zu dem, was wir machen wollen? Nein. Gut, dann fertig laden. Genau, kommen wir nochmal zu. Das ist das, ne? Finger davor, dann kannst du nicht so weit. Sehr schön. Gut. Gut, macht nichts. So, jetzt bist du klar im Vorteil, weil du hast eine Optik auf deiner Pistole. Das heißt, du kannst das Ziel scharf sehen und deinen roten Punkt kannst du auch scharf sehen. Für dich viel leichter als Papier geht es natürlich nicht, weil das ist eine Ebene. Jetzt haben wir eine Ebene mehr. Na, du hast jetzt ein Ziel vor dir und dein Visier. Du musst immer dran denken, da bewegt sich jetzt was, das musst du wahrnehmen, dein Treffer. Aber behalte den Fokus auf den Korn, sonst wirst du wahrscheinlich selbst auf diese Entfernung daneben schießen. Okay? Für dich, mach alles wie immer. Korn scharf nehmen und wahrnehmen, dass sich da was bewegt. Und du, für dich ist es einfach. Okay, wir gehen in Position 3. Stand by. 1! Sehr gut. Waffe einziehen. 3! Gut aufgepasst. Ja, ich habe zuerst in der Mitte gezielt. Sehr gut. 5! 3! Okay, Holz dann. So, kehrt. Front zu mir. Also, ihr seht gerade, sowas Einfaches, da kriegt man schon Spannung rein. Mhm. Das ist ganz, ganz einfach, bringt Spaß und ihr verbessert euch natürlich super schnell, weil ihr direkt die Reflexion habt, da vorne bewegt sich was oder nicht. Na, super wertvoll. Ich weiß nicht, was die kosten, aber das ist gut investiertes Geld. Es ist schießstandsicher, kann ich nur jedem empfehlen. Und es kommt nichts zurück. Das ist der Riesenvorteil gegenüber Stahl. Ich bin auch Stahlfan. Ja, aber klar. Es ist ja nicht nur, was zurückkommen kann bei Stahl, auch der Schießstand geht, wird oftmals zerstört. Es gibt ganz, ganz wenig. In Hamburg habe ich einen Schießstand, wo das sehr gut geht, bei den Hanseatic Gun Club. Da sind Stahlplatten indoor ganz, ganz, ganz selten. Aber für alle normalen Schießstände perfekt. Check. So, und ihr seht gerade, es bringt Spaß. Großer Cut, nächster Anschlag. Für den Anschlag kniend. Wie viel Erfahrung habt ihr am Anschlag stehend von eurer gesamten Karriere als Pistolenschütze? Die meiste. Tatsächlich, weil sportlich stehend hauptsächlich geschossen wird. Auch Beamte. Ich sage, mindestens 95% eurer Karriere ist Schießen mit Pistole im Stehen.
Richtig? So, wenn wir jetzt im Knien schießen müssen, was ist jetzt das Logische? Wenn wir den Oberkörper genauso lassen wie beim Stehen im Knien, habt ihr eure Erfahrung vom Stehenschießen einfach übernommen. So, das heißt, wenn wir gleich Knien schießen, kniet ihr euch einfach hin, lasst den Oberkörper nach vorne gebeugt. Jetzt könnte es sein, dass ihr nach vorne fallt. Ihr erinnert euch auf den Vorderfuß, das Gewicht. Macht es einfach jetzt, dass ihr ein bisschen nach hinten geht und nach vorne beugen. Und alles ist wie eben, wie gerade eben beim Schießen. Das probiert ihr durch. Ich sage Folgendes voraus, ihr werdet genauso gut schießen, obwohl das ungewohnt ist. Nochmal, Oberkörper genau lassen, wie eben gerade beim Stehenschießen. Ihr geht hin, kniet euch hin, ne, denkt an das Gewicht, verlagert das nach vorne. Oberkörper soll genauso sein wie eben bei euch. Frage, du hast jetzt auf beiden Knien gekniet? Genau so machen, weil dann ist der Oberkörper genau gleich. Und dann gehen wir in das nächste über. Check. Denn das Knienschießen hat natürlich auch einen Nachteil. Okay. Könnt ihr schon mal knien? Wir können tatsächlich die gleiche Übung machen, weil es ist eigentlich alles gleich. Oberkörper gleich, bisschen hinter nach hinten, dass ihr euch nach vorne beugen könnt. Okay, Position 3. Standby. 1. Nein. Sehr gut. 4. Klasse. 2. Gerade. Sehr gut. Gerade nach hinten abziehen. Versucht alles genau gleich zu machen wie eben. 4. Super. Okay, Holz dann. Gut, auf. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, dass ich so mit euch kommandiere. Nein. Das ist mal eine ganz normale Sprache. Auch zivil kann ich mich nicht großartig anhören. Doch, kann ich schon. Aber auf der Schießbahn. Na, klar, und deswegen klare Kommandos, sparen wir auch ein bisschen Zeit. Was ist der Riesenvorteil, wenn ihr so knien schießt? Es ist alles wie eben. Alles ist gleich. Was ist der große Nachteil bei diesem Knien? Die Beweglichkeit. Mobilität. Mobilität. Ja. Beweglichkeit nicht, aber die Mobilität. Ne? Wenn ich also jetzt gelaufen komme und ich muss in Knien schießen und ich gehe mit beiden Knien runter und ich muss aufstehen, da gehen locker ein paar Zehntel drauf. Für den Knienanschlag. Ne? Wir haben eben gerade so. Das heißt, wir sind nicht sehr mobil. Wir müssen jetzt aufstehen und so weiter. Wenn wir das anders machen, aus der Bewegung, gehen wir kurz runter und können sofort weiterlaufen. Ein Riesenvorteil. Wir sind wesentlich mobiler, wesentlich schneller. Das heißt, beide Knie runter heißen ein paar Zehntel, mindestens ein paar Hundertstel, wo wir langsamer sind. Und das heißt, ihr versucht jetzt im Knienanschlag, es gibt zwei verschiedene, im Knienanschlag wieder alles zu machen wie im stehenden Anschlag. Heißt für euch, ihr geht einfach runter, kümmert euch gar nicht jetzt auf das Kniende. Das ist eigentlich das Gute. Für mich ist jetzt der Oberkörper fast gleich. Die Ausrüstung drückt so ein ganz klein wenig, je nachdem, was ihr habt. Aber ihr seid halt super mobil. Heißt, wir fangen mit den Knien so an, dass ihr einfach runter geht. Die Kontur macht ihr kleiner oder ihr müsst irgendwo unten durchschießen. Das reicht. So, und je nachdem, wie gelenkig ihr seid, könnt ihr halt immer tiefer gehen. Man kann richtig weit runter gehen. Nichts unterstützen, Pistole im Allgemeinen freischießen. Dieses Aufgelegte hat den großen Nachteil. Dass das Visier immer dichter zum Auge kommt. Macht das schwieriger, das Korn scharf zu sehen. Na, kann man auch machen. Wir machen aber jetzt einfach aus der Mobilität raus, aus der Bewegung in den Anschlag gehen und versucht den Oberkörper gleich zu halten. Nichts ändern. Fragen? Gut. So. Auf. Wir schießen nur auf deine Eins, du schießt auf deine Eins. Okay? Auf, Herb. Sauber in den Anschlag gehen. Schießt nicht schneller, als ihr könnt. Ihr krümmt so ab, so wie eben, beim Stehend. Das war perfekt. Oberkörper ist genau wie eben. Standby. Hep. Sehr gut gemacht. Und auf. Hep. Na. Nee. Genau. Bisschen dran denken, gerade ziehen. Ja. Na, bei dir ist der einzige Mangel, gerade den Finger nach hinten. Dann wärst du jetzt, wenn du dir daran denkst, das Treffen ist eigentlich sonst kein Problem. Gerade nach hinten ziehen. Ja. Auf! Hep. Okay, auf! Gut, soweit gut gemacht. Jetzt versuchst du, bei dir ist es schon gut, vom Army-Training,
Versuch mal mit dem rechten Knie jetzt tatsächlich leise aufzusetzen. Ja. Na? Bei dir geht deine Mündung runter. Mal kurz holzern. Wenn ich das mache, ich gehe runter und kann sofort schießen. Als du gerade runtergegangen bist, ich mache das jetzt mal so wie dir, achte mal auf meine Waffe, nicht auf mein Knie achten, ich mache es jetzt aber anders, achte auf meine Waffe. Hast du den Unterschied gesehen? Nee, mach nochmal. Okay, nochmal, einmal richtig. Und falsch? Ja, es gibt nochmal so einen Nachruck. Richtig. Ja. Und das ist oftmals, wenn du jetzt sehr schnell schießt, ein Tiefschuss. Aber auf jeden Fall brauchst du länger, um wieder richtig zu zielen. Ne? Wenn du in Anführungsstrichen leise aufsetzt dein Knie, wirst du gleich treffen. Verstanden. Also es ist natürlich nicht leise. Aber für den Kopf ist es viel leichter, wenn man sich selber sagt, leise aufsetzen. Und wenn ihr gut trainiert seid, braucht ihr da nicht warten, bis das Knie unten ist. Ihr werdet auf jeden Fall treffen. Aber nicht jetzt beim ersten Mal. Ihr sollt jetzt einmal einen sicheren Anschlag gehen, aber leise, du leise, bei dir war es richtig. Versucht das so hinzukriegen und dann werdet ihr sehen, viel, viel leichter. Ihr schießt wieder auf eure Eins, Standby. Leise aufsetzen, Finger gerade zurück. Ja. Du machst wie eben. Position 3, Standby. Hep! Ja. Schon wieder. Treff. Sehr gut. Auf. Wir machen einen Schritt nach vorne. Mit dem macht nichts. Schritt nach vorne, beide. Schritt nach vorne. Nein! Du hast gerade alles richtig gemacht. Ich war absichtlich. Erst mit Schritt nach hinten. Standby. Hep. Leise aufsetzen. Finger gerade zurück. Nein. Ja. Gut. Du hattest schon vorher getroffen. Ach so. Auf. So. Jetzt das Gleiche. Du schießt jetzt auf die 1, 2 und 3 und du auf deine 1, 2, 3. Standby. Hep. Gerade nach hinten ziehen und schon geht's. Es ist völlig irre. Kaum macht man es richtig, schon klappt's. Unglaublich. Gut, auf. Gut, holstern. So. Das Fundamentale müsst ihr weiter einhalten. Ja. Ne, da gibt es gar nichts. Ne? Ihr müsst das Visierbild sauber aufbauen, ihr müsst den Finger gerade richtig zielen, richtig abkrümmen. Hatten wir in der vorigen Lektion. Zur Not immer wieder. Ihr wisst, wann ihr auf jeden Fall trefft, wenn ihr richtig zielt, richtig abkommt. Wenn ihr das nicht vergesst, trefft ihr auf jeden Fall. Ihr braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit für den zweiten Schuss, ja, aber ihr werdet auf jeden Fall treffen. Das nicht vergessen. Na? Ihr habt ja Zeit, ich habe keinen Timer in der Hand. Okay? Check. So, was habt ihr zum Knien? Ist kein Akt, ne? Gut, kommen wir zum Liegend. Wenn wir liegend schießen... Sagst du auf 90? Ja, wenn wir liegend schießen... Da gibt es so ein paar Sachen, die wir beachten können, müssen. Das erste, komme ich überhaupt gerade runter? Ne? Einige sind gar nicht gelenkig genug, hier weit runter zu kommen. Ihr könnt hier eine Menge spielen mit dem Griff. Das heißt, ihr könnt ihn hier aufbauen. Eine Möglichkeit ist, einfach den Daumen aufstellen und hier die Waffe raufsetzen. Die Waffe wandert im Rückstoß halt stark, aber sie ist höher. Für viele ist das eine richtig gute Hilfe. Wenn ich aber schnell und präzise schießen muss, dann kann das sein, dass das nicht reicht. Dann geht ihr einfach ein bisschen das Knie anziehen. Arm strecken, gerade jetzt ein bisschen mit dem Gehörschutz. Ein bisschen darauf achten, dass er drauf bleibt. Und dann schießt ihr einfach 90 Grad. Wenn wir jetzt 90 Grad schießen, wenn ich jetzt hier auf dichte Entfernung schieße, habe ich ja einen Tiefschuss. Waffen sind meistens dienstlich auf 15 Meter. Zivil auf 25 Meter Fleck angeschossen, meistens. Und das heißt, auf dichter Entfernung habe ich halt einen Tiefschuss von Höhe der Visierlinie bei dir ein bisschen tiefer, ne, vom Offset. Heißt, wenn ihr die Waffe absenkt, wird sich nichts verändern, außer dass dein paar Millimeter tief, bei dir 1,5 Zentimeter tief, wird sich jetzt verlagern. Wenn wir das Ziel hier sehen, wird sich nichts verändern. Ihr werdet jedes Mal treffen. Einfach Haltepunkt die Mitte, werdet ihr treffen. Ohne Probleme. Das heißt, wir machen jetzt eine Vorübung. Einfach mal die Ziele durchschießen, dass ihr ein gutes Gefühl habt. Und dann machen wir aber die richtige Übung. Das heißt, ihr sollt euch sicher hinlegen. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Das sicherste Hinlegen
ich zeige es einmal, dass ihr es von der Seite sehen könnt. Ist, egal was ist, wenn ihr euch im Stehen hinlegt, Pistole in die Hand nehmen, linke Hand, linkes Bein, Mündung zeigt nach vorne, Ellbogen vorsichtig aufsetzen, anziehen und schießen. Aufstehen, Waffe nach vorne, Knie anziehen, nochmal nachschauen und stellt euch einfach hin. Okay, nochmal von der Seite für euch. Ich stehe, habe die Pistole in der Hand, linkes Bein, linke Hand. Eins, zwei, anziehen und seid ihr gleich auf dem Ziel. Aufstehen, anziehen und hinstellen. Aber ihr habt gesehen, die Waffe ist immer unter Kontrolle. Das ist halt wichtig. Ich zeige euch jetzt mal, was schon passiert ist. Wenn ihr das, und ich war dabei, wo es passiert ist, wenn ihr das so macht, was passiert vom Handgelenk? Ihr rutscht ganz schnell ab. Und was kann jetzt passieren? Es könnte jetzt ein Schuss brechen. Ne? Ja. Das heißt, seht zu, auch wenn die Waffe mal runterfällt, die Waffe ist runtergefallen, nehmt sie nicht mit der rechten Hand auf. Wenn ihr mit der rechten Hand die Waffe in die Hand nehmt, rutscht der Finger sehr, sehr schnell am Abzug. Sie ist runtergefallen, nehmt die Waffe auf, gebt sie in die Hand, das ist sicher. Eine Waffe kann runterfallen. Passt auf. Wenn ihr euch hinlegt, mit Pistole in der Hand, ungefährlich. Auch ungünstig, die Waffe ist geholstert, ihr legt euch hin und zieht jetzt hier. Da ist Gefahrenpotenzial auf jeden Fall drin. Müsst ihr vielleicht mal machen, ist keine Frage. Aber auf dem Schießstand machen wir es auf keinen Fall. Die Mündung zeigt in eine sichere Richtung, Sicherheitsregel 2. Nehmt die Pistole in die Hand und dann legt ihr euch so hin, wie ich es gezeigt habe. Es geht auch anders. Ihr macht doch trotzdem jetzt einmal die Champions League. Ja, und die Kreisliga ist beide Knie auf dem Boden nach vorne fallen. Das ist nicht unser Niveau. Habt ihr Fragen? Gut. Machen wir einmal gemeinsam. Lasst die Waffen in den Zustand. Bisschen weiter nach links, bisschen weiter nach rechts. Einmal gemeinsam. Pistole in die 3. Ist noch fertig geladen, ne? Ja, weiß ich. Gut. Kann nichts passieren. So. Linke Hand, linkes Bein. Schritt 1. Schritt 2. Pistole in die Hand nehmen. So, und jetzt braucht ihr nur das linke Bein einmal anziehen, dann geht ihr automatisch gleich in eine einfache Schießhaltung. Okay. Du schießt von deiner 1 bis 5 durch und du von deiner 1 bis 5. Feuer frei. Na, habe ich noch eins? Ja. Gut gemacht. Genau. Okay, Waffe nach vorne. Finger weg vom Abzug. Aufstehen, dazu. Knie anziehen, beide Knie. Ich schaue immer noch mal nach hinten. Gut, kann man so rum machen, ich mache es andersrum. Ich lasse aber vorne, ziehe die Knie an. Ich schaue immer noch mal nach hinten, falls einer, wird hier nicht passieren, über uns rüber schießt und dann hoch. Einfach hinstellen. Wenn du es so dienstlich machst, ist völlig okay, kannst immer machen. Lieber einmal mehr sicher als ohne. Habt ihr das gerade gesehen? Es ist kein Problem. Wieder zurück, wenn es nur darum geht zu treffen, reicht, wenn ihr richtig zielt, richtig abkrümmt. Der Anschlag ist jetzt ungewohnt, aber mit Masse habt ihr getroffen. Aber das war natürlich nicht die richtige Übung. Die richtige Übung ist, ihr sollt das jetzt kombiniert machen. Ich kommandiere euch nur HEP. Du nimmst das Target, deine 1. Ja. Und du nimmst deine 2. Nur das Ziel. Also von den Zielscheiben, zweite von links und du zweite von rechts. Verstanden? Auf Kommando HEP, legt ihr euch hin, macht einen sauberen Treffer. Wenn ihr daneben schießt, schießt ruhig noch ein zweites Mal. Okay. Aber nicht mehr. Alles andere ist erbärmlich. Mhm. Gerade abkrümmt, gerade, Finger gerade zurück. Stand by. Hep. Knie anziehen. Und. Klasse. Gut. Auf. Was? Holz an. Die Schildkröte. Ja, ja, ohne Scheiß. So. Nochmal für dich. Also sicheres Aufstehen, sicheres Hinlegen. Eins, zwei. Schießen, sicheres Aufstehen, einfach aufstellen, Knie einfach anziehen und hinstellen.
Gerade wenn wir mit Meeren schießen, bleiben die Mündungen einigermaßen auf gleicher Höhe. Verstanden. Ist einfach ein Ticken sicherer. Ja. Okay. Gut, versuch das hinzukriegen. Ansonsten ist es immer auch trotzdem sicher. Also keinen Kopf machen. Super. Einmal noch. Mit ersten Schuss treffen. Hä? Komm. Und runter, 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 runter. Knie anziehen. Und treffen. Na, noch, komm. Klasse. Auf. Sehr schön. Entladen, Sicherheit herstellen. Gut. Frage an euch beiden. Habt ihr schon mal mit der Pistole im Liegen geschossen? Vorher, ehrlich? Bei dir im Kurs? Ah ja, gut. Okay. Ja, aber nicht so. Gut. Auch dazu hingelegt so? Ja. Haben wir schon gemacht? Ja. Okay. Aber ihr habt gerade gesehen, es ist nicht der Riesenakt, ne? Nee. Ganz wenig richtig. Runterkommen ist tatsächlich das Schwierigste daran. Stimmt. Ist echt so. Ja. Und für die, die jetzt ungewohnt im Liegen schießen, einfach das Knie anziehen, dann geht der ganze Körper automatisch in Position. Es gibt noch tausend andere Liegenpositionen, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Das ist ein Ding, was ich jedem beibringen kann. Das Hinlegen nicht, wenn einer sehr unmobil ist oder körperliche Einschränkungen hat, dann hat er da Probleme. Dann zeige ich es auch anders. Aber für euch beiden muss ich sagen, habt ihr gut hingekriegt. Und die Treffer habt ihr gesehen. Wieder dein kleines Problem mit dem Abkrümmen. Gerade nach hinten ziehen, gerade nach hinten ziehen, gerade nach hinten ziehen. Du hast einmal nachgeguckt, bin ich auf dem richtigen Ziel. Sehr gut, Sicherheitsregel 4 eingehalten. Du warst auf dem falschen Ziel. Nein, das ist mein Ziel. Super umgesetzt. Und das ist auch richtig. Immer die Sicherheitsregel 1 bis 4 einhalten, egal in welcher Situation. Gut gemacht. Fragen an mich? Irgendwas? Okay. Goodie. Da haben wir wieder eins durch, würde ich sagen. Ja, es sind einige Themen, aber ist alles wichtig. Ja, so als Zwischenfazit mal für mich ist natürlich immer viel Neues. Man versucht dann immer, sich an alles zu erinnern. Und dann kommt dann wieder was dazu. Versucht man natürlich gerade das im Fokus zu setzen. Dann passiert genau das, was bei mir passiert ist. Das, was man beim Trigger gelernt hat, hat sich wieder ein bisschen in den Hintergrund gesetzt. Da fehlen dann einfach die Wiederholungen. Ja, was wir immer auch gesagt haben, 1000 Wiederholungen, bis sich das eingeprägt hat, Minimum. Das sind so Dinge. Tim hat den großen Vorteil, der ist in der 11. 31. Ja. Der ist also aktiver Reserve. Unteroffizier, hat seinen eigenen Trupp, muss sowas dienstlich so und so machen, das Hinlegen. Okay, er hat jetzt eine Pistole statt ein G28 oder G36, aber das Hinlegen ist genau das Gleiche. Ja. Das heißt, für ihn ist das viel einfacher, eine Kleinigkeit draufzusetzen. Ja. Du musst jetzt an so viele Sachen denken, ist natürlich deutlich schwerer. Will dich jetzt gar nicht schönreden, hast trotzdem ab und zu mal Kacke geschossen. Ja, klar. Aber wenn du weißt, woran das liegt, Mangel abstellen und einfach immer wieder besser werden wollen. Das ist ja das, was wir auch den Leuten zeigen wollen. Ja? Genau, das ist das. Genau. Also super. Von daher gut umgesetzt, Dankeschön. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Jetzt wenigstens warm. Ah, das ist richtig. Okay, klasse. Ja, falls ihr noch Fragen habt dazu, schreibt es uns in die Kommentare, schaut in die Videobeschreibung zu unseren Sponsoren, die diese ganze Serie hier möglich machen. Und ansonsten sind wir raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helikontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium.